Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Schülmeer-Kanal. Leute, es ist ziemlich früh gerade noch, sehr, sehr früh sogar. Ich habe heute was vor und zwar möchte ich mich heute den ganzen Tag von Nina und Kathi verstecken. Es gibt so Tage, da hat man einfach keine Lust auf Menschen. So bei mir heute. Na, also es hat nicht nur mit Nina und Kathi zu tun, sondern allgemein. Ich habe auf niemanden Lust. Deswegen dachte ich, komm, ich mache das in der Challenge. Einen Tag vor Kathi und Nina verstecken. Vor den anderen vielleicht nicht, aber vor Nina und Kathi. Ich habe einen Spion bei uns im Studio. Ich stehe jetzt vor unserem Studio. Es ist sehr früh, wie gesagt. Nina und Kathi sind noch nicht da. Ich werde jetzt gleich mich schon direkt verstecken an einem sicheren Ort. Ich habe heute auch einen Spion hier heute. Claudio weiß Bescheid und der wird per Sprachnachricht mir immer wieder Infos geben, wo die beiden sind, damit ich den beiden nicht begegne. Mal gucken, ob, ich habe den beiden natürlich nicht Bescheid gegeben, werde denen auch nicht Bescheid geben, dass ich mich heute vor denen verstecke. Ich hoffe, die reagieren gut und wir werden mal gucken, ob ich den Tag überleben werde oder nicht. Na gut, wir gehen jetzt erstmal rein. Okay, angekommen in unserem Studiohaus, habe ich mich jetzt erstmal auf dem Klo versteckt, auf dem Männerklo. Hier können Kathi und Nina auf gar keinen Fall hin. Warum? Weil sie halt keine Männer sind, ist doch klar. Und ich warte jetzt erstmal auf Nachricht von Claudio, was jetzt gleich Sache ist. Und dann kann ich hier erstmal an einen anderen sicheren Ort gehen, weil ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit hier auf Klo bleiben, weil wer weiß, wer hier gleich auf Klo kommt und dann stinkt es. Deswegen warte ich jetzt kurz noch auf Sprachnachricht von Claudio. Ich habe ihm geschrieben, ne? Wenn die dann da sind, unten in der Küche, dann soll er mir Bescheid geben, weil dann gehe ich oben in unser etwas neueres Studio. Da sind ja ganz viele Zelte aufgebaut und ich bin ziemlich sicher, dass ich da erstmal die nächsten Stunden verbringen kann. Ich habe aber extra keine Tasche und so mitgebracht. Gar nichts, was irgendwie den Verdacht wecken könnte, dass ich hier heute bin. Deswegen mal schauen. Und die beiden Mädels haben mir noch nicht geschrieben, aber sie müssten eigentlich jetzt gleich auch da sein. Mal gucken. Okay, zwischenzeitlich waren hier ein paar Leute drin und ich muss hier wirklich raus. Aber Claudio hat mir auch was geschickt. Eine Sprachnachricht, die hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hey, Kahn, aufgepasst. Die Luft ist rein. Die Mädels sind unten in der Küche. Und oben sind die Zelte schon aufgebaut. Okay, ich glaube, wir sollten uns beeilen. Ich gehe jetzt nach oben in das Studio. Warum er wie ein Radiomoderator klingt, keine Ahnung. Ich gehe jetzt nach oben. Ich muss mich beeilen. Los. Ey, sind die unten? Halt mal kurz. Ich gebe dir meine Jacke, versteck die mal bitte, okay? Weil die hört man die ganze Zeit, wenn ich irgendwo bin. Deswegen nehmen die jetzt. Die Zelte sind aufgebaut? Ja. Okay. Ich bin da, halt mich auf dem Laufenden. Mein Handy ist bei mir, okay? Okay. So. Okay, ich mach das Licht lieber aus. Die Tür mache ich ein bisschen zu. Es könnte jetzt ein bisschen dunkel werden. Wir gehen jetzt hier rein. Oh Gott. Ich will mal hoffen, dass sie nicht hier gleich irgendwann reinkommen. Ich weiß, es ist jetzt ziemlich dunkel. Ich muss jetzt aber gleich leise sein. Wenn ich höre, dass sie irgendwie hier reinkommen, dann versuche ich die Kamera anzumachen. Mal schauen. Aber ich muss jetzt ein bisschen leise sein. Und wenn Claudio mir was schreibt, dann will ich mal hoffen, dass sie mich nicht finden. So, ich bleib jetzt erstmal hier. Leute, ich habe auch eine Sprachnachricht von Kathi jetzt bekommen. Gucken, was sie sagt. Wahrscheinlich suchen die schon nach mir. Hey Kahn, ist alles in Ordnung? Kommst du noch oder bist du heute krank? Also, wir warten auf dich. Okay. Ich werde nicht antworten. Okay, sie hat zwar gesehen, dass ich es angehört habe, aber ich werde nicht antworten. Die werden stinksauer heute sein. Ich weiß, aber ist halt eine Challenge. Am Ende des Tages kommt ja ein Video dabei raus, dann sind sie wieder glücklich. Ich warte weiter hier. Von Claudio gibt es keine neuen Nachrichten. Okay, ich habe irgendjemanden im Flur gehört. Ich weiß nicht, ob es Kathi oder Nina waren. Deswegen habe ich jetzt... Die müssen ja diese Perücken sein, ne? Wir brauchen ja auf jeden Fall noch Requisiten für das. Ja. Also ich brauche die Brille und die Perücke auf jeden Fall. Boah, hier ist auch so viel irgendwie. Also ich erinnere mich nicht genau, wo wir die Perücken hingetan haben. In einen Karton. Also da waren alle Perücken drin. Ja, guck mal, hier ist ein Karton, aber da ist dieses Planschbecken drin. Ja. Und mich fragt mich die ganze Zeit eigentlich schon, wo Kahn ist. Ich habe mir eben eine Nachricht geschrieben und er hat ihn gelesen. Also ich habe eine Sprachnachricht geschickt, er hat ihn gelesen, aber nicht geantwortet. Das heißt, er hat es gesehen, aber... Der hat das gesehen. Ich weiß nicht, ob er krank ist oder so. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Also keine Ahnung, bei mir hat er sich nicht gemeldet. Wir wollen ja eigentlich gleich starten, ne? Das wäre blöd, wenn wir. Also, er hat auf jeden Fall ein paar Rollen, die er übernehmen muss. Hier ist ein Karton. Ah, super. Ja, dann nehme ich jetzt damit, ne? Ja. Okay, hier haben wir dann immer. Oh, das war keine Ahnung, ich hoffe, dass er sich meldet, weil wenn nicht, dann. Ja. Also, wenn er sich gar nicht meldet und krank ist, dann. Dann haben wir den Salat. Das ist das Mindeste. Also, absagen muss man. Ich werde echt nervös.
Claudio hat mir jetzt eine Sprachnachricht geschickt, nachdem ich ihn gefragt habe, wo die jetzt sind. Du, hör mal, Karl, warte lieber noch eine Stunde. Die beiden sind gerade oben und suchen etwas zusammen. Warte lieber eine Stunde, wirklich, also warte lieber noch. Toll, also ich soll jetzt hier eine Stunde warten. Ja gut, mach ich auch. Ich mach die Kamera an, wenn es was Neues gibt. Ich warte lieber. Also ich möchte ja nicht, dass mein Plan direkt jetzt schon oder meine Challenge jetzt schon endet. Dabei, wir haben gerade mal eine Stunde oder anderthalb Stunden. Okay, mir kommt es so vor, als wäre ich schon den ganzen Tag hier, aber ich bin jetzt eher ein bisschen leiser. Bis später. Also langsam tut es auch weh, hier zu sitzen. Ihr merkt schon, ich bin in einer anderen Position, weil es geht einfach nicht die ganze Zeit. Ich habe jetzt etwa 15 Minuten gewartet und Claudio hat mir wieder eine Sprachnachricht geschickt. Ich hab sie mir noch nicht angehört. Die beiden sind jetzt gerade in der Wolke und nehmen etwas auf. Du könntest jetzt in die Küche gehen. Du musst dich aber beeilen. Okay, ich glaube, das machen wir tatsächlich. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt in die Küche, wenn Eva da sein sollte. Dann muss ich ihr Bescheid geben. Eine Möglichkeit, mich zu verstecken. Vielleicht mache ich das auch. Ja, ich verstecke mich da hinten. Komm mal mit. Ich weiß, vom Licht ist das jetzt nicht wirklich gut, aber hier kommt wirklich keiner hin. Ne? Also wo ich gerade bin, ist auch eine Tür mit Gashauptschieber. Also hier, wenn gleich Eva hier kommt, muss ich sie einmal kurz erschrecken. Ich weiß nicht, ob ich das auf Kamera hinbekomme. Und dann bleibe ich erstmal nochmal kurz hier. Ich will aber auch mein Glück ein bisschen heute herausfordern, damit ein bisschen was passiert. Ich werde später in die Wolke definitiv gehen, aber das muss ich mit Claudio nochmal absprechen. Also wünscht mir Glück. Ich warte jetzt erstmal hier. Ich bin jetzt schon ein bisschen wieder etwas länger drin. Ne? Hier ist es echt nicht schön, aber Claudio hat mir mal wieder eine Sprachnachricht geschickt. Hi Khan, die beiden sind einkaufen gegangen. Du könntest jetzt in die Wolke. Ich habe sie für dich auch aufgeschlossen. Okay. Und die beiden müssen heute nicht mehr in die Wolke rein. Versteck dich am besten auf dem Hochbett. Am besten unter der Decke. Okay, gut. Die sind jetzt einkaufen und sind anscheinend mit ihren Challenges für heute durch. Die haben sich bei mir nicht gemeldet. Die sind, glaube ich, wirklich sauer. Ich habe auch nicht geantwortet. Ich glaube, ich gehe dann mal in die Wolke. Okay, es ist niemand da. Hallo? Okay, perfekt. Ist auch niemand da. So, hier im Bett, aber ich muss meine Schuhe verstecken. Licht lasse ich am besten aus. Okay. Gut, dass wir hier ein Bett haben. Okay, ich glaube, ich nehme die Decke. Also wenn die heute nicht mehr in die Wolke kommen, dann kann ich mich den Rest des Tages hier verstecken. Also ich bleibe jetzt erstmal hier. Ich warte nochmal auf Claudio. Ne, vielleicht schickt er mir ja nochmal was, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ne? Also ich denke nicht, dass sie heute nochmal in die Wolke kommen, weil wenn sie ihre Challenge schon durchgedreht haben, ne, dann müssten die eigentlich mit mir was drehen, aber weil ich nicht da bin, funktioniert das halt nicht. Wir chillen jetzt hier. Ich glaube, die Challenge wird doch ganz angenehm für mich jetzt noch. Die Challenges irgendwie bereitlegen, aber ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Kahn lässt sich hier nicht blicken. Was sollen wir denn jetzt hier aufräumen? Ja. Wir können jetzt nichts mehr drehen ohne den. Wir haben alles, was wir zu zweit drehen können, gemacht. Genau, wir können ja nur noch vorbereiten. Und ganz ehrlich, ich schreibe ihm nicht nochmal. Ich habe ihm eben geschrieben, er hat das gelesen und nicht geantwortet. Das finde ich schon ein bisschen dreist. Ja, was mit ihm ist. Ja. Ja, dann lassen wir es für heute. Lass uns einfach Feierabend machen und dann machen wir das morgen, wenn Kahn wieder da ist, mit ihm zusammen. Wissen wir ja nicht, ne? Ja. Das ist, wenn er morgen auch nicht kommt. Keine Ahnung. Ja. Okay. Na, wo
Okay, ich bin jetzt rausgegangen. Ich bin jetzt außerhalb der Studios, die sind noch drinne. Die haben mir auch direkt eine Sprachnachricht geschickt. Gut, dass ich rausgegangen bin. Mal gucken, was sie mir jetzt geschickt haben. Hey Kahn, hier sind Nina und Kati. Wir haben echt den halben Tag oder eigentlich den ganzen Tag auf dich gewartet. Wir haben dich nicht zu Gesicht bekommen heute. Keine Ahnung, was mit dir los ist. Wenn du krank bist oder so, dann melde dich doch. Wir haben das doch eigentlich abgesprochen. Wenn irgendwas ist, dann melden wir uns gegenseitig beieinander. Ja, weil die ganze Planung jetzt irgendwie mit dir ins Wasser gefallen ist. Wir wollten eigentlich ja heute 5 Arten drehen, haben wir jetzt auf morgen verschoben. Wir hoffen, dass du morgen da bist, aber irgendwie finden wir das richtig mies von dir, dass du ja, also es gibt echt morgen nochmal ein Gespräch, ne? Ja, Gespräch. Also so kann es auf jeden Fall nicht weiterlaufen, weil wir irgendwie schon aufeinander angewiesen sind und das war echt eine krasse Enttäuschung heute. Okay, die werden jetzt gleich nach Hause gehen und dann kann ich mich eigentlich wieder im Studio verstecken. Ich bleib jetzt einfach hier in der Nähe. Meine Jacke konnte ich auch nicht anziehen, weil mir das alles zu brenzlig wurde. Und dann gehe ich, glaube ich, in unser altes Studio, weil da bin ich mir ziemlich sicher, da geht keiner mehr rein. Vielleicht nehme ich sogar den Schlüssel mit rein. Und dann ist diese Challenge safe. Und morgen gibt es Ärger von den beiden. Aber gut, wenn sie dann sehen, dass daraus ein Video geworden ist, dann freuen sie sich wahrscheinlich schon wieder. Deswegen muss ich jetzt gleich nochmal reingehen. Okay, ich bin jetzt doch in mein Studio gekommen, weil die sind jetzt eben gegangen. Ich hab's gesehen. Und die sagen... Oh, oh. Ja? Die waren weg. Claudio? Ja? Oh, Junge, du hast mir so einen Schreck... Die sind doch weg jetzt, oder nicht? Die sind weg. Darf ich aufnehmen, ja, ne? Ja, du hast mich aufnehmen. Die sind weg, aber die sind sehr, sehr angepisst. Ehrlich? Ja. Also die sind echt sauer. Es ist gerade mal 3 Uhr und sie sind schon nach Hause gegangen. Ja, normalerweise sind wir hier bis mindestens 17 Uhr, 18 Uhr und nehmen hier Videos auf. Ja, du hast dich auch gar nicht gemeldet. Die sind jetzt einfach nach Hause gefahren. Also morgen kannst du was erleben. Die haben mir auch schon eine Sprachnachricht geschickt. Oh. Die waren echt, also die sind nicht gut drauf. Ja, aber danke, dass du mir geholfen hast. Kein Problem. Ich werde auch nichts verraten. Also okay. Ich werde denen nicht sagen, dass du mir geholfen hast, sondern dass ich das alleine gemacht habe. Okay. Es war aber schon ziemlich anstrengend heute, muss ich sagen. Ne? Viel stehen und dann für ein paar Sekunden immer wieder gut drauf sein. Beziehungsweise die beobachten. Ne? Ja gut, ich kann mich morgen auf Ärger einstellen, aber ich glaube, wenn ich dann ein Video denen zeige, dann sind sie wieder glücklich. Hoffentlich. Leute, was sagt ihr? Hat's euch gefallen? Schreibt gerne Kommentare, ne, wie ihr heute das Verstecken von Nina und Kathi empfunden habt. Ne? War das gut, war das schlecht? Mir hat schon Spaß gemacht. Und ich wette, morgen sind die wieder auch gut drauf. Wenn ich erzähle, was ich vorhatte, dann lachen die wieder darüber. Ne? Vielleicht werde ich bei Instagram die Reaktion zeigen. Wer weiß. Ne? Claudio, vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Jetzt glaube ich auch nach Hause. Zu Hause kann ich mich auch verstecken vor denen. Ciao.